Vielleicht steht da drin eigentlich, wie ich Mystic Arts mache? In dem Trainingshandbuch, mal so gefragt. Zufällig. Kampftipps, Strategie, Statuseffekte, Combo, Chancefähigkeiten, Meisterschaft? Elementargeistbeschwörung, Grad, ja. Weitere Tipps. Spezialattackenwechsel, Kampftipps. Ja, Overlimit. Vielleicht unter Overlimit? Nee. Nein, Chicken, nein. Nein, einfach nur nein. Spezialattacke? Manchmal verändern sich die Spezialattacken, wenn ein elementares Attribut ausgerüstet wurde oder wenn ein Item oder Spruch angewendet wird. Okay. You say so. Mein Kampf erfordert nicht nur Muskelkraft. Ich siege auch durch die Häufigkeit meiner Angriffe. Es ist verboten, vor dem Kolosseum die Waffen zu ziehen. Vielen Dank für euer Verständnis. Die Teilnehmer betreten die Arena durch den Korridor zur Rechten. Die Zuschauer gehen durch den linken Korridor. Nur Wettkampfteilnehmer haben hier Zutritt. Wer behauptet das? Bitte auch, die Registrierungsfrist für diese Runde ist bereits abgelaufen. Ja, mit anderen Worten, verzieh dich, Bengel! Ich geh ja schon. Wobei, eigentlich bin ich ja schon gegangen. Rüstungen aus Meltokio-Stahl sind von herausragender Qualität. Ihr solltet euch vielleicht auch neue Rüstung zulegen. Ja, vielleicht. Rüstungsladen trubellos. Oh. Theoretisch hätte ich es mir ja kaufen können. Schleierrobe. Ringelband, obwohl du es eher den Reif. Ja, Eisenklaue. Aber dann trage ich nichts anderes mehr als die Klauen. Lapisarmreif. Ein Armreif mit Lapislazuli. Glück 5. Rüstung dafür, Rüstung dafür. Stroh des Gleichgott? Habe ich noch eine Klaue? Brauche ich ein Lapislazuli? Ach, werde ich sicher irgendwo noch finden. Ja. Ja. Jetzt kann ich Gegner aufschlitzen mit meiner Eisenklaue. Definitiv. Wie das Glück einfach mal sinkt. Okay, sinkt bei allem. Ne? Das erhöht ja hier Glück. Um 20. Kraft des Mondes. Kraft des Mondes. Naja, vielen Dank. Wir sehen uns bald nicht wieder. Das hier ist das Villenviertel. Hier leben die Reichen. Seid ihr sicher, dass ihr hier richtig seid? Natürlich. Ich
Ich muss mich um den Garten kümmern. Wenn man sich nicht gut um Blumen kümmert, blühen sie nicht schön. Blumen! Ja! Dies ist der Tempel von Martell. Es ist der größte Tempel in Tetherala. So, so. So, so. Er sieht auf jeden Fall größer aus als der in Palma Costa. Dies ist der Tempel von Martell. Mutter, die du in den Himmeln. Was ist mit Mutter? Was ist mit ihr? Willkommen in der Kirche von Martell. Ja, Martell, bla bla bla. Bla 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 bla. Ich das Buch da lesen? Nö. Der Zutritt ist für Unbefugte verboten. Versucht hier durchzugehen und ich schneide euch den Kopf in meiner Heleblade ab. Das schneid du mal ab. Den Garten kann ich nicht betreten. Auf dem Schild steht bestimmt auch in dieser Sprache hier betreten verboten. Ich nehme an, ihr seid Reisende. Das hier ist kein Ort für Bürgerliche. Wenn ihr euch hierher verirrt habt, geht bitte jetzt. Nein. Wer bist du, dass du glaubst, dass du mir Vorschriften machen kannst? Das Bankett findet noch nicht statt. Ein Bankett? Heinrich, mir graut vor dir. Ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Spiel. Was für ein Spiel? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ein etwas abgedroschenes Zitat. Ja. Ich bin ein Ritter. Es gehört zu meinen Aufgaben, die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten. Was? Du bist ein Ritter? Habe ich überhaupt gar nicht gesehen. An dieser Rüstung oder dem Schild oder den Wappenflaggen-Ding, was du auf deiner Brust trägst. Seit der König krank ist, findet kein Markent mehr statt. Jeden Tag ist entsetzlich öde und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Nackt durch die Straßen laufen. Hätte jeder bestimmt was zum Lachen. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Nein, Sebastian, wo auch immer wir hier deinen Namen kennen, du hast dich niemals vorgestellt. Ich helfe mir einfach selber, okay? Gucken, ob ich irgendwas klauen kann. Warum sind eigentlich so viele Geschenke? Ja. Ein Geschenk mit der Mütze des Wunderkoch. Ja, ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich zeige euch, wie man ein Gericht zubereitet, das auf keiner Party fehlen darf. Obstsalat? Obstsalat? Ernsthaft. Oh, ich gucke gerade auf meine Liste. Hey Chicken, du hast voll ein Rezept übersehen. Obstsalat! Was brauche ich für Obstsalat? Bereitet man mit zwei beliebigen Früchten zu. Was? Wirklich? Und ich dachte, da kommt Gemüse rein. Leb wohl! Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Checken hat nicht aufgepasst. Naja, gucken wir das hier Viertel noch weiter. Ich habe ein furchtbares Problem. Ich habe zu viel Geld. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wisst ihr, was euch fehlt? Garrett. Ja. Manche Leute sind einfach zu reich für ihr eigenes Wohl. Zum Glück haben sie Garrett. Mein Vater ist ein berühmter Musiker. Oh, sind Sie ein Gast? Natürlich bin ich ein Gast. Mein Lehrer tadelt mich noch immer, ständig. Aber ich gebe nicht auf. Ja, niemals aufgeben. Konnte ich nicht durch die Tür? Muss ich hier außen? Nee, das geht auch nicht.
Okay, dann verschwinde ich wieder. Dann gehe ich halt weg. Mein Kätzchen ist weg. Kätzchen! Soll ich dir nach deinem Kätzchen suchen helfen? Ja, Kätzchen, 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 Kätzchen. Mietz, 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 Mietz. Mietz, Mietz, Mietz. Oh ja, oh ja. Apropos Garrett, apropos Kätzchen, Mietz, Mietz. Ich habe ja privat nochmal hier Thief 2 durchgespielt und als ich dann mal eine Wache gesucht hat, hat sie auch so gemeint, Mietz, 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 Mietz. Als wäre ich so ein Kätzchen und würde herkommen. Oder ist das überhaupt jetzt schon das andere Rezept? Mietz, 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 Mietz. Ja, hier, Glückskätzchen. Ey, wieso steht sowas in einem Waffenladen? Hör mal. Je nach Pfote, welche hochgehoben wird von den Kätzchen, heißt es ja entweder, dass sie Glück bringen oder Reichtum, beziehungsweise Wohlstand. Aber ich weiß nicht mehr, welche Hand für welches stand. Naja, ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich zeige euch, wie man ein Steak zubereitet. Es schmeckt besonders gut, wenn es von Hand weich geklopft wird. Ich habe kein Steak! Sehr schön. Steak. Man nehme Fleisch und Zwiebeln. Ich gehe Zwiebeln. Leb wohl! Wir können die Zwiebeln noch einfach weglassen. Ja, ein Hauch von Zwiebeln. Reicht das nicht einfach, wenn man so an einer Zwiebel abbeißt und einmal schön ausatmet? Nein! Ich will mir das nicht vorstellen. Ah. Wer seid ihr? Wir möchten den König sprechen. Seine Majestät ist krank und gewährt keine Audienz. Ihr wisst Bescheid, also geht bitte. Nein, wir müssen ihn sprechen. Sicher müsst ihr das, aber bis seine Majestät nicht besser geht, ist nichts zu machen. Die Kirche von Martell bereitet ein Gebetsritual vor, um für die Heilung seiner Majestät zu beten. Also bittet die Priester im Tempel dafür zu sorgen, dass es ihm so bald wie möglich wieder besser geht. Leute, China hat doch gesagt, ne? Du sollst sagen, dass du einen Brief von ihr hast, dann wird dir eine Audienz gewährt. Hast du ihr nicht zugehört? Ach, Ablösung. Okay. Ich schätze, wir müssen zum Tempel gehen. Du meinst zum Tempel, wo wir schon waren? Eine neue Person! Willkommen in der Kirche von Martell. Oh, Priscilla, die Gebete sollen in den königlichen Gemächern stattfinden. Bitte bring das gesegnete Holz ins Schloss. Ja. Die ist ja niedlich. Ich glaube, Genius hat sich verliebt. Dieses Mädchen, das er Priscilla genannt hat, hat auch einen Ex-Vier. Ist das hier allgemein so üblich? Bevor wir in nach TCA aufgebrochen sind, hat doch China gesagt, dass es eigentlich üblich ist, dass sie an Maschinen angebracht werden, die Ex-Viers. Hast du schon wieder nicht aufgepasst? Ja, sie ist wirklich niedlich. Das hat sie überhaupt gar nicht gesagt, Genius. Du hörst überhaupt nicht zu, oder? Das sagt der Richtige, du hast China auch nicht zugehört. Sie haben Gebete erwähnt. Wird für die Heilung des Königs gebetet? Ja, der Auserwählte und der Patriarch werden vor seiner Majestät beten. Um die Hilfe von Martells erflehen. Und die Gebete finden in den königlichen Gemächern statt? Ich glaube, Leute haben da gerade eine Idee. Ja, das stimmt aber. Okay, danke. Leute, ich weiß, wie wir den König zu sehen kriegen.
Erwähn einfach, dass du einen Brief von China dabei hast. Punkt. Was? Wie machen wir das? Wir geben vor, das gesegnete Holz zu tragen und schleichen uns ein. Das habe ich mir gedacht. Aber wo sollen wir gesegnetes Holz herkriegen? Wir bitten diese Presseo um Hilfe. Was? Wirklich? Klasse, ein toller Plan. Das machen wir. Na gut, wir können zumindest versuchen, mit ihr zu reden. Dann nichts wie nach ihr. Dann nichts wie ihr nach, so rumchicken.